So, willkommen, meine liebe Freunde, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Aetna bricht aus. Das neun, die 19. Folge ist das mittlerweile. Das letzte Mal sind wir ausgebrochen. Wir sind also raus aus dem Irrenhaus und vom Regen in die Traufe oder in den Tümpel in dem Fall. Denn der Schlüsselmeister konnte nicht Auto fahren. Na gut. Unsere jetzige Aufgabe wird es sein, das Haus von unserem Vater zu finden, um herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Gut, wir haben das letzte Mal schon ganz kurz mit Hoti und Moti in der Limousine gesprochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir da alles haben. Wir haben da einen Uferweg, die Autotür, die Böschung, den Kofferraum, den Tümpel. Gut, Harvey, was sagst du zum Tümpel? Schau nur, wo wir gelandet sind, Harvey. Es ist nass, es ist sumpfig, es ist allemal besser als die Anstalt. Nicht schlecht. Können wir... Ich behalte den Poloschläger lieber griffbereit. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Ich muss... Hoffentlich spielt es auch so gerne Polo. Ich muss zugeben, diesen Teil des Spiels kann ich mich nicht so gut erinnern. Einfach deshalb, weil er relativ straightforward ist und ich Gute deswegen recht Idee. wenig Ein Eimer herumholen Sumpf wird muss. bestimmt nützlich sein. Nanu, das ist ja gar kein echter Sumpf. Es ist nur eine sumpfförmige Scheibe, die in den Boden gesteckt wurde. Echt? Verfluchte 2D-Grafik. Mit 3D-Hintergründen wäre das nicht passiert. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Topflappen mit Tümpel. Ich fühle mich, als könnte ich den ganzen Sumpf auffäudeln. Dafür bräuchte ich allerdings mindestens noch einen dritten Topflappen. Wir Okay. sollten uns sofort auf die Suche machen. Na gut, machen wir das. Harvey, was sagst du uns zur Autotür? Siehst du die Tür da, Harvey? Da müssen wir rausgeschleudert worden sein. Das war bestimmt ein astreiner Stunt. Mit aufwendigen Spezialeffekten und teurer Pyrotechnik. Warum haben wir es nicht gesehen? Aus den Angeln, aus dem Sinn. Tür, was Auf sagst du dich kann uns? man sich nicht verlassen. Können wir sie mitnehmen? In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Okay. Stichwort Unfallrekonstruktion. Okay, dann nicht. Lasst es uns zerschneiden. Gib ihr saures Yippie! Von wegen nichts verändern. Poloschläger, tu dein Schlimmstes. Das wird dir hoffentlich eine Lehre sein. Topf. Hey, Tür. Schon mal was von Topfschlagen gehört? Wir hassen diese Tür. Gut, da ist aber noch ein... Hey, Autowrack. Schauen, Harvey, was sagst du zum Autowrack? Hast du etwas von dem Crash mitbekommen, Harvey? Ich erinnere mich an ein grelles Licht und an ohrenbetäubendes Stöhnen. Der Gestank von Rauch und Schwefel lag in der Luft. Und dann war da dieser riesige, rote Typ mit Hörnern. Okay. Na toll. Ich baue hier einen Unfall und du gehst derweil zu einem Torfrockkonzert. Können wir... Es ist kaputt. Sagst du das auch? Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Gut. Es ist immerhin das Auto von Dr. Marcel. Du warst ein gutes Auto und hast viele schöne Kilometer erlebt. Lebe wohl. Nö, hat es nicht. So, aber wir haben hier auch noch einen Kofferraum, sehe ich gerade. Was hältst du von dem Kofferraum, Harvey? Cool. Wir könnten Mafia spielen. Und Dr. Marcel ist der entführte Zeuge. Das ist Ich glaube gut. nicht, dass er da mitspielen würde. Du fragst ihn, ich hol schon mal den Zement. Schauen wir mal an. Solide. Können wir ihn auch benutzen? Leer, bis auf ein Abschleppseil. Oh, dann nimm das Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil.
Können wir mit dem Kofferraum reden? Aha, du hast also schon richtige Mafia-Größen befördert. Oh, Doc, ich habe sie schon alle als Geiseln drin gehabt. Oh. Ja, ja, die gute alte Zeit. Ja, ja. Ja, mein Abschleppseil. Guck mal, Harvey, ein Abschleppseil. Wow, das ist, als hätte man eine Kombination aus Ochsenlederpeitsche und Gummihuhn mit Karabinerhaken. Okay, er stellt definitiv seltsame Vergleiche an. Das Seil ist zu dick, um es an den Schlüssel zu knoten. Mist. Schade. Warum genau wollten wir das noch gleich machen? Es gab einen Grund. Und er war triftig. Okay. Nein, es würde Stunden dauern, das Seil blau anzumalen. Schade. Will ich aber tun. Wir haben ja Zeit, offensichtlich müssen wir ja warten. Guck mal, Edna, ich habe eine neue Sportart erfunden. Oh ja. Poli, eine Mischung aus Polo und Bungee. So. Konzentrier dich, Harvey. Also das geht nicht. Mit den richtigen Topflappen liegt jedes Seil gleich besser in der Hand. Leider sind dies nicht die richtigen. Gut. Uferweg. Böschung. Im Tümpel. Wir gehen natürlich zur Böschung. Wir wollen schließlich mit dem Alumann sprechen. Was haben wir hier? Die Anstalt. Sollen wir zur Anstalt gehen? Da bin ich ja wahnsinnig. Welcher wahnsinnig? Hey, da ist ein Mond. Schauen wir mal den Mond an. Hui, ich werd ganz muggelig. Können wir mit dem Mond reden? Ich verneige mich vor deiner Pracht, du Quell der Reinheit. Es sei ihr gewährt. Es sei ihr gewährt. Okay. Harvey, was sagst du zum Mond? Sieh mal, Harvey, der Mond. Ich wusste es. Warum? Damit ich mich nicht mehr an den Sichelspitzen piekse? Mhm. Na gut, gehen wir zur Anstalt. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Okay, also wir gehen nicht zur Anstalt. Wir gehen zur Treppe. Treppe klingt gut. Hey, wir haben ihn gefunden. Was macht Alu jetzt schon wieder? Oh, da ist der Mond. Und ein Antioxidationsmittel. Das sieht nützlich aus. Dann nimm es dir. Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Ein Reduktionsmittel also. Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Okay. Warum bist du, Wir können das auch. Können wir den Mond mitnehmen? Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Vergebens. Mond, was sagst du mir? Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Da bin ich ganz unrecht. Können wir den Mond benutzen? Lieber nicht. Für ein Mondscheinbad brauche ich Lichtschutzfaktor 0,04. Okay. Gut, Alu, alte Socke, sprich mit mir. Hallo Alu, alter Hund. Okay. Hast du den Unfall gut überstanden? Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, wucke, bicke, backe, dicke, dacke, peng. Also ja. Schön. Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde... Da hatte ich eine Erleuchtung. Okay. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Okay. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Na gut. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Okay. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Hast du den Schlüsselmeister gesehen?
Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Holti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Holti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist nicht es nicht wieder. Vielleicht doch eher deine Einstellung? Was? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Meinst du, die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Okay. Das deckt sich mit meinen Theorien. Okay. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniszent. Was ist omniszent? Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Okay. Müssen wir ihm vielleicht einen Blitzschlag geben, indem wir unten dieses Rätsel lösen? Holti hat doch immerhin gesagt, dass Moti immer der Blitz getroffen hat oder umgekehrt, wenn er die richtige Antwort hatte. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn Warum? Mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Viel Glück noch, ich gehe jetzt. Viel Glück noch, ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann es dir nicht versprechen. Da ist noch eine Bank, die wir uns ansehen können. Nettes Plätzchen. Können wir es auch benutzen? Keine Zeit auszuruhen. Warum nicht? Harvey, was sagst du zur Bank? Was hältst du von dieser Bank, Harvey? Das ist nur was für alte Leute, Tauben und Skater. Okay. Sind wir alte Leute, Tauben oder Skater? Harvey, was sagst du zum Alu-Mann? Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Oh. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Das ist gut. Halt dich fest, Alu. Ich rette dich. Das ist lieb von dir, aber hochgradig unnötig. Was für dich so aussieht, als würde ich sehr, sehr, sehr langsam vom Geländer fallen, ist in Wirklichkeit eine Form der Meditation. Okay. Auf diese Weise mache ich Blitz auf mich aufmerksam. Und diese werden mich daraufhin in ein Energiewesen transformieren. Okay. Der Plan scheint perfekt. Vielleicht schubst du ihn mal, dann kriegst du auch das Antioxidationsmittel. Ich weiß zwar nicht genau, wozu ich das Antioxidationsmittel brauche, aber ich weiß, es gibt, glaube ich, irgendeinen Grund. Ich habe hier ein irgendwas Verrostetes. Zehnteiligen Topfsets. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Buga! Okay, der alte Mann ist etwas verrückt. Lass uns vorgehen und uns mal diese Straßensperre ansehen. Gibt es hier irgendwas? Es gibt die Kirche. Ein Haus mit Zipfelmütze. Okay. Können wir mit dem Haus mit Zipfelmütze sprechen? Hallo? Immerhin. Guck mal, Harvey. Ein Haus mit Zipfelmütze. Da wohnt bestimmt ein Clown. Oh. Das ist auf jeden Fall nicht sehr
dazu muss ich erst mal hinkommen. Schade, du hast nicht ganz unrecht. Können wir uns hinhangeln? Das Seil ist zu kurz. Viel zu kurz. Schade. Poloschläger mit Kirche? Ich kann nicht weit genug werfen. Okay, Poki, was sagst du zu diesem Bild? An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot, und zwar die Kirche. Ich weiß noch, dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe, guck mal, Harvey, ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet, da wohnt bestimmt ein Clown. Das habe ich mir auch gedacht. Kannst du den machen? Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich weiß es nicht. Okay, das heißt, wir können die Straße weiter runtergehen. Okay, Blase pinkelt schon wieder. Blase, Lieferwagenstraße. Sehen wir uns mal Blase an. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Sehen wir uns... Achso, oh, da können wir reingehen. Gut. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Kann ich nachvollziehen. Harvey, was sagst du zur Blase? Harvey, die Blase wird einfach nicht leer. Er verfügt über echte Superkräfte. Das Brückengeländer wäre ein guter Ort dafür. Aber Blase versperrt mir den Weg. Und es sieht nicht so aus, als würde er in absehbarer Zeit fertig werden. Okay. Gut, das heißt, wir müssen das Ding da wohl rüber tun. Vielleicht könnten wir ihm den Nachttopf geben. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Na gut, dann schauen wir da mal rein. Hey, erste Hilfekasten, Warndreieck. Da gibt es mehr zu sehen. Eine Seitentür. Schauen wir mal die Seitentür an. Eine Seitentür ins Unbekannte. Können wir sie benutzen? Abgeschlossen. Schade. Reden wir mit der Seitentür. Wieso kann man dich nicht öffnen? Warum weht der Wind? Warum wächst das Gras? Okay. Harvey? Was hältst du davon, Harvey? Es ist eine Tür. Sie führt zur Seite. Im Fachjargon nennt man das dann Seitentür. So. Crazy. Gut, gut, gut. Nehmen wir mal das da. Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Was? Was ist das für ein dummer Erste-Hilfe-Kasten? Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Reden wir mal mit ihm. Na, als wenn du Leben retten könntest. Ich habe in Harvard Medizin studiert. Schauen wir uns das Warndreieck an. Eine dicke Staubschicht liegt auf den Reflektoren. Können wir sie nehmen? Die Farbe gefällt mir nicht. Was heißt, die Farbe gefällt dir nicht? Unfall! Unfall! Unfall? Harvey, was sagst du dazu? Was hältst du davon, Harvey? Ein Warndreieck? Pah, wer braucht denn sowas? Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Guck mal, Harvey, erste Hilfe. Das ist ja wohl frühestens dritte Hilfe. Der berühmte dritte Hilfekasten. Eigentlich ist er gar keine große Hilfe. Also nur der dritte Kasten. Wo sind wohl die ersten zwei? In Logik, Nimbus. Na, okay. Versuchen wir es mal hier. Was gibt's hier alles? Es gibt eine Hupe. Eine Gangschaltung, eine Handbremse, eine Lüftung. Einen Aschenbecher-Anzünder, oh mein Gott. Der Anzünder fehlt. Okay. Oh, unsere Sachen sind weg. Wir können hier gar nichts herumtun. Der Zündschlüssel fehlt. Hallo? Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Okay.
Nicht mehr hupen. Das Lenkradschloss ist aktiv. Okay, schade. Na okay, wir wissen, wie wir sowas zum Rollen bringen. Wir müssen die Handbremse verwenden und den Leerlauf einschalten. Ich krieg den Gang nicht raus. Okay, wir müssen zuerst die Kupplung treten. Na hey! Oha, das Auto beginnt zu rollen. Na dann, hinten raus. Hey, was soll das? Stopp! Gut, gut, gut. Weg ist er. Kann ich noch weiter vorgehen zur Straßensperre? Da sind noch weitere Fahrzeuge. Oh. Sogar die Polizei. Ja. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Wir hatten schon das Ding. Klingt doch gut. Können wir das dann gleich benutzen? Von hier aus ist das zu gefährlich. Was heißt, warum hast du es dann hingehängt? Sag mal, Brücki Brücko, du kennst dich doch aus. Was treiben eigentlich diese Radfahrer, die an Autobahnbrücken halten und runterstarren? Haben die irgendwas vor? Aber wenn es nur das Brückengeländer gibt, ach Gott. Ich habe das Seil ans Brückengeländer gehängt. Ja, das sehe ich. Es baumelt jetzt direkt über dem Fluss. Welchen Fluss? Guck mal, Harvey, ein Brückengeländer. Ja, schön. Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Ja, es ist schon dort. Mann, Harvey, jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Was? Aber das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaunen. Sorry. Ja, ganz toll. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Aber du hast doch auch schon was mit dem... und hergerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Mhm. Böser Harvey. Böser Harvey. Aber du hast das auch schon gesagt, nicht nur Harvey. Ach Gott. Und das ist endlich der Raum, in dem tatsächlich die verschollene und nachher aus dem Spiel genommene dritte Harvey-Fähigkeit Moonwalk zum Einsatz kommen sollte. Und zwar sollte Edna hier von dem Busch zum Lieferwagen schleichen, damit sie nicht von Blase erwischt wird. Und musste dazu Moonwalk lernen. Aber es hat hinten und vorne nicht hingehauen. Also sowohl der Weg vom Busch zum Lieferwagen war halt nicht offen genug. Also es passte von der Zeichnung nicht hin. Außerdem gab es hier überhaupt keinen Gegenstand, der sie quasi an diese Szene aus ihrer Kindheit erinnern konnte. Ja, deswegen habe ich es wohl hauptsächlich rausgelassen. In diesem Raum gibt es allerdings den Hotspot, der meine allerliebste Lieblingsreaktion beherbergt. Und zwar... bei Benutze Harvey mit Brückengelände. Probier das doch mal einfach aus. Haben wir schon probiert. War echt lustig. So könnte man es sich als Suizidgefährdeter hier richtig schön bequem machen. Okay, also hier geht's nicht weiter. Aber es gab, glaube ich, unten noch einen Weg. Genau, das wird der Weg wahrscheinlich zum Fluss sein. Wenn wir jetzt da runter gehen, dann gibt es da hinten nämlich noch den Uferweg. Ha! Ach so, da sind wir vorher nicht drüber gekommen. Wir sehen uns den Fluss an. Unergründlich. Können wir uns ein wenig Fluss mitnehmen? Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Wir könnten dem bösen Lago La Grande eine Falle stellen. Okay. Wo schnappst du nur diesen Nonsens auf? Das frage ich mich auch. Viel.
Harry, was sagst du? Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Okay, na dann. Wir sind ja jetzt durch. Fluss, Fluss. Und ein Tor. Das Schloss ist zugerostet. Ah, jetzt wissen wir wenigstens auch, wozu wir dieses Antioxidationsmittel brauchen. Lasst mich rein! Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Mhm. Versuchen wir es mal damit. Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Hm. Harvey, was sagst du zu dem was Tor? Was hältst du von diesem Tor, Harvey? Ah, unser Spezialgebiet. Okay. Na gut. Also wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen das Antioxidationsmittel. Das ist ja wohl klar. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich an das nicht mehr so gut erinnern kann, weil es ja relativ straightforward ist. Aber das habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Und wieder zurück. Und wieder zu Hoti und Moti. Und vielleicht können wir jetzt das lösen, das Rätsel. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Wir brauchen einen elektrischen Schlag, den wir dann dem Aluman geben können. Können wir es nochmal versuchen? Darf ich es noch einmal versuchen? Klar. Zieh eine Karte. Ha, die dritte Karte. Ja. Sicher? Sicher. Daneben. Na gut. Nächster Versuch. Wenn ich nochmal die dritte Karte nehme, ist es jetzt dort. Die dritte Karte. Sicher? Ja, klar. Richtig. Zweite Runde. Warum war es jetzt richtig und vorher nicht? Die zweite von links? Sicher? Mhm. Daneben. Nächster Versuch. Gleich die erste Karte? Mhm. Sicher? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Daneben. Auf jeden Fall ist es daneben gewesen. Nächster Versuch. Vielleicht sollte ich das etwas systematischer vorgehen. Die dritte Karte. Sicher? Na klar. Mhm. Daneben. Nächster Versuch. Gut. Ah, die dritte Karte. Sicher? Ja. Richtig. Okay. Zweite Runde. Das ist jetzt das vierte Mal hintereinander, wo ich die gehabt habe. Versuchen wir die mal letzte Kaster. Also. Sicher? Mhm. Hey! Richtig. Dritte Runde. Versuchen wir mal das erste. Gleich die erste Karte. Sicher? Nein. Daneben. Nächster Versuch. Okay. Ah, die dritte Karte. Sicher? Na klar. Hm. Daneben. Versuchen wir es nochmal. Nächster Versuch. Ah, die dritte Karte. Sicher? Ja. Gut. Richtig. Zweite Runde. Das mit dem Sicher macht mich ein bisschen irritierend. Die letzte also. Mhm. Sicher? Ah, okay. Richtig. Also wenn wir die dritte haben, dann kommt als nächstes die vierte. Die erste war es dann nicht. Vielleicht die zweite. Von links? Sicher? Ja, wieso nicht? Ha. Richtig. Ich hab's geschafft. Hast es geschafft. Wieso das? Autsch. Ich hab einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Ich geh dann mal. Ich geh dann mal. Ich hoffe, ich muss nicht öfter als einmal gewinnen.
Wir haben einen elektrischen Schlag. Benutzen wir den Aluman. Autsch! Was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Cool. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Okay. Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Okay, ich glaube, wir können nicht mehr mit ihm sprechen. Wir nehmen das Antioxidationsmittel. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Wir haben's. Harvey ist viel zu agil, um Rost anzusetzen. Hm. Der Generalschlüssel ist quasi noch warm. Nicht mal die Spur von Rost. Mal abgesehen davon, dass er aus Gold ist, der rostet nicht. Nicht nötig. Er ist aus rostfreiem Edelstahl. Okay. Haben wir irgendetwas, was rosten kann hier? Gute Idee. Meine Handschrift ist tatsächlich ein wenig eingerostet. Ha. Besser. Nein. Ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Okay. Kann ich nachvollziehen. Also zur Uferböschung. Das war jetzt schnell. Ich wette, das hilft. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Sehr gut. Okay, was sagst du ja, zu diesem Bild? Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Mhm. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus, nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht ausmachte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal von World of Warcraft. Okay. Danke, Edna. Okay. Lieber Poki, das ist nicht gut. WoW-süchtig zu sein ist nicht gut. Na gut, dann öffnen wir die Tür. Geschafft. So. Hier herein. Wir sind auf einem Friedhof. Ja, genau der richtige Ort. Wir hören uns nochmal schnell Poki an und dann machen wir für heute wieder Schluss. Ich glaube, wir sind relativ weit gekommen. Poki, was sagst du? So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna bricht aus von der anderen Seite. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus, kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600. Und es ist nur so ein kleines
Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lily da nicht lange aufhalten will. Wir jetzt auch nicht. Schnell runter hier, sonst finden wir noch Mattis Grab. Danke, dass du uns das verrätst, dass wir das hier finden können. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Hier ruht Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Tja. Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Mhm. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Okay. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Okay. Das Grab meines putzen? Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Ich würde ganz gerne das Grab säubern. Modrig ja. Rostig nein. Kann man das putzen? Zu spät. Schon kalt. Oh. Ich nehme mal an, sie will nichts dazu schreiben. Das finde selbst ich unangebracht. Mhm. Ich wollte ja nur irgendwie sowas hinschreiben, so nach dem Motto Ruhe in Frieden, Vater, oder so irgendwie. Hm. Das finde selbst ich unangebracht. Na gut, wir können da nichts machen. Mist. Okay, auf jeden Fall, Herrschaften, hier hören wir auf für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder bei Edna bricht aus.